Die einfachen Gerichte sind doch immer noch die besten. Deswegen zeige ich euch heute meinen strammen Max. So sieht das aus. Einfach lecker. Herzlich willkommen in der Kochschule Düsseldorf. Mein Name ist Sven Strenger und ich zeige dir heute etwas fantastisch Leckeres, aber auch Einfaches, einen strammen Max. Beim strammen Max gibt es natürlich wie bei ganz vielen Gerichten, Rezepten und so weiter und so fort, egal wie kompliziert oder wie einfach es ist, verschiedene Meinungen. Ich habe festgestellt, je einfacher das Gericht, umso mehr Meinungen gibt es dazu. Wir brauchen als erstes auf jeden Fall ein Brot und ich denke, da kommen wir nicht dran vorbei. Das schneiden wir in ordentliche dicke Scheiben. Was für ein Brot ihr benutzt, überlasse ich jetzt mal euch. Ich habe hier so ein schönes Holzfällerbrot gewählt. Am besten nehmen wir uns direkt schon mal Teller, wo das Ganze hinterher drauf kommt. Wir braten es zum Teil, ne, und positionieren es dann auf dem Teller. Okay, Brot ist schon mal geschnitten. Das legen wir schon mal zur Seite. Knoblauch brauchen wir gleich auch. Ne? Ein bisschen schälen. Und das mache ich einfach nur, weil ich es lecker finde. Wenn ihr keinen Knoblauch mögt, lasst ihn einfach weg. Ne? Knoblauch geschält, aber einfach ganz lassen. Dann machen wir unsere Pfanne heiß. Pfanne einigermaßen heiß. Dann geben wir das Olivenöl dazu. Ihr könnt auch Butter nehmen, wenn ihr wollt. Ne? Eins von beiden. Wichtig, nicht zu heiß werden lassen. Und eine ordentliche Menge in die Pfanne. Dann legen wir unser Brot rein. Ne? Das darf sich schon so ein bisschen vollsaugen. Und den Knoblauch schmeißen wir einfach mit ins Öl. Wir gucken mal, wie das Brot aussieht. Na, fantastisch. Dann drehen wir es einmal um. Ne, einmal auf die andere Seite. Es muss nur so leicht angetoastet sein. Knoblauch sieht auch noch gut aus. Ne, kann man dann auch hier so ein bisschen rüberreiben. Einfach nur, dass das so leichtes, ein leichtes Aroma von Knoblauch hat. Dann nehmen wir das Brot raus. Legen das schon mal auf den Teller. Dann nehme ich den Schinken und werfe den einmal kurz in die Pfanne. Ganz wichtig, Schinken in die Pfanne. Unseren Käse legen wir jetzt schon mal auf das warme Brot, ganz wichtig, direkt drauf. Schinken, ne, so leichte Röstaromen einfach nur geben. Vertraut mir, es schmeckt 100% geiler, als wenn ihr den einfach nur so drauflegen würdet. Pfanne ist immer noch mäßig warm, ne? Spiegelei. Das Ei auf keinen Fall durch werden lassen. Drauf. Ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Fertig ist mein strammer Max. Ich wünsche dir viel Spaß beim Frühstück, Mittag, Abendessen. Passt eigentlich immer. Guten Appetit.